Assalamu alaikum und Masaul Khair und ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten bis jetzt ganz viele Sachen, ganz viele neue Sachen. Heute haben wir eben sowas wie einen kleinen Test. Wir wollen gucken, was wir alles drauf haben. Ich hoffe, ihr seid bereit. Fangen wir mal an. Alles jetzt noch mit Harakat, wie wir uns schon daran gewöhnt haben. Und wir fangen von oben rechts an. Ya'lamuna. يعلمون يجادلون يكون ما كان يجاهد يكونون الأواب عذاب كريم شركاء. Hier haben wir ein Met, diesen auf den Elif, diesen Strich, diesen welligen Strich. Da haben wir ein Met hinzugefügt für die, die Koran lesen möchten. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Wenn ein Elif kommt und danach ein Hamza, dann verlängern wir es entweder 4 oder 5, wenn es im Wort ist, in einem Wort ist. Okay? Ist aber der Elif, den wir jetzt rot haben, am Ende des Wortes, und die Hemse ist in einem anderen Wort, dann können wir 2 Bewegungen oder 4 Bewegungen oder 6 Bewegungen verlängern. Und das hört sich zum Beispiel so an. Shuraka'u. Jetzt, wir haben zum Beispiel bis 4 gezählt und unsere Finger dabei benutzt, damit wir wissen, wie lange das dauert. Und genauso lange verlängern wir es. Aber beim Normallesen, da sagen wir sowas nicht. Also an die Leute, die zum Beispiel denken, ja, sobald wir Arabisch haben, müssen wir in Tajwid lesen. Okay? Wenn wir unter den Menschen sind, dann macht man sowas nicht. Das ist nur beim Koran. Also, Shuraka'u, innani, qulubuhum, al-kasibu, muallimuna, Israel, Israelu, abiduna, أرسلنا كافرون الواجد إلينا سواء مؤمنون. Könnt ihr euch noch an die andere Lesart erinnern? Wie war das nochmal? مؤمنون. Aber wir bleiben trotzdem bei مؤمنون. War nur so als Erinnerung. بما عملوا الذي واحد يؤمنون Munirun, Azimun, Alayha, Fina, Qaribun, Kitabun, Hadha. Hier müssen wir achten, damit ihr schon jetzt, von jetzt an wisst. Es gibt manchmal Wörter, da haben wir den Elif dazwischen, aber wir schreiben den Elif nicht. Wie zum Beispiel hier. Hier heißt es eigentlich Hadha, aber den Elif nach dem H schreiben wir nicht. Den haben wir nur im Gedanken, aber im Koran ist er vorhanden. Und er ist so vorhanden, wie ich ihn gerade so gemalt habe. So ein Strich eben. Okay? Dann die letzten zwei. Yemlikuna mu'minina. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch die Wörter eingeprägt. Also wie sie ungefähr sein könnten. Ich habe das auch euch extra einfach gemacht. Und zwar, dass die Elif rot sind, die Ya grün. Und die Waus blau, damit ihr euch orientieren könnt. Damit, falls die Buchstaben keine Harakat mehr haben, dann wisst ihr, wo was davor eigentlich schon sein sollte. Also wir sehen zum Beispiel vor einem Elif immer Fetha, einem roten Elif. Vor einem grünen Ye immer ein Kessr. Und vor einem blauen Waw immer ein Dhamma. Das sind Buchstaben, in deren Harakat so sind. Okay, jetzt machen wir die Harakat weg. So. Fangen wir nochmal an. Zusammen. Und ich hoffe, ihr könnt es auch schon alleine. Und ich glaube, ich muss euch nicht mehr sagen, dass ihr Stopp machen sollt und euch selbst testet, damit ihr euch selbst testet. Okay. Ya'lamuna yujadiluna yakuna ma kana yujahidu يكونون
الأواب عذاب كريم شركاء إنني قلوبهم الكاسب معلمون إسرائيل عابدون أرسلنا كافرون الواجد إلينا سواء مؤمنون بما عملوا الذي واحد يؤمنون منير عظيم عليها فينا قريب كتاب هذا يملكون مؤمنين. Und so ist unser heutiger Ders-Unterricht fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sehe euch beim nächsten Video. Passt auf euch auf und Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.